Okay, Leute, wir müssen mal wieder den Wespen zeigen, wo der Hammer hängt oder wo der Frosch die Locken hat, je nachdem und... Hä? Was zum... Oh, Pat! Hey, Marcel, na? Alles cool, Mann? Alles bestens. Hey, du spielst ja Conker. Ja, das ist aber schön, dass du mal wieder dabei bist. Ich find's auch schön. So, Pat, du hast ja mein Let's Play verfolgt und weißt ja, worum es geht, nicht wahr? Natürlich, du hast das Vierfache von der Biene verlangt, Mann. Ja, tja, Conker ist halt ein Schlitzohr. Aber ich will noch mal kurz was anderes gucken. Am Anfang ist ja Geld. Wie komme ich denn da ran? Tanzende Blumen. Hier, ganz am Anfang, wo man noch nicht sich verletzen kann. So, hier ist irgendwie Geld. Wo ist wie? Komme ich da ran? Ob das, vielleicht ist das ja das erste Geld, was man im Spiel sieht, bekommt man als letztes. Das wäre fies. Aber so. Sag mal, wo leben eigentlich die Typen von der USK? Wieso? Ach, das muss ein süßes Eichhörnchen sein. Das Spiel muss ab 16 sein. Ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war es mal ab 18, aber heutzutage wegen der Grafik ist es ab 16. Ach, keine Ahnung. Ah, herrlich. Pat, du kennst dich mit Eichhörnchen aus. Du hast auch schon eins durch ein Abenteuer begleitet. Genau, Mr. Nuts. Die Baby-Variante von dem, oder vielleicht ist das hier der böse Onkel... Conker ist der böse Onkel von Mr. Nuts oder irgendwie so. Schwarze Schaf der Familie irgendwie. Der Bruder, der Zwillingsbruder, der... Aber Mr. Nuts und Conker haben irgendwie Ähnlichkeiten. Beide rotes Fell. Hat Mr. Nuts Klamotten an? Cappy zumindest. Oh, okay. Egal. Er ist brav. Wir haben es mit einem Asshole-Eichhörnchen zu tun. Ja, Conker, ja, also... Mr. Nuts, meine ich natürlich, hat natürlich die Welt gerettet, aber... Ja, Conker ist nur, wird das wohl nicht machen. Conker will nur Geld haben. Na, du tust dir doch weh. Das war so klar. Ey, das ist voll dumm, oder? Auf jeden Fall. Ich finde das auch so affig. So nasty. Ey, wer hängt denn da immer Eichhörnchen-Schwänze auf? Keine Ahnung. Aber eigentlich, Conker weiß ja eigentlich noch gar nicht, dass er gesucht wird, oder? Außer doch vorhin, wo er aber den Leuten klar gemacht hat, dass er ein Elefant sein soll. Genau. Ja, aber sonst wisst er doch ja nicht, was das soll. Ha. Naja, mal gucken. Die eine oder andere Cutscene kommt vielleicht noch. Ich frage mich eher, wo die ganzen Eichhörnchenschwänze herkommen. So, ist jetzt hier die Larve noch drin? Ich habe ja mal eine böse Überraschung gehabt mit so einer... Nee, gut. Gut, dann alles klar. So, da oben ist das die Missing Honigwabe. Okay. Ach ja, wir müssen ja wieder den Auftrag für die Biene erfüllen. Genau, ich denke mal, das ist genau gleich wieder. Ich schnappe mir das Ding einfach, renne den Weg hier lang und weiche den Wespen aus. So. Die Musik wird agentenmäßiger. Egal. Ach so. Stoop. So, was jetzt? Oh, jetzt kommt Luftabwehr. Okay, auf Z schieße ich. Krieg. Oh mein Gott. Hey, da mache ich eine Karte. Sehr gut. Töte sie alle. Sir, auf 9 Uhr auf dem Radar. Sir, weit vorn. Schießen Sie, Soldaten. Ah, geil. Oh. Oh, was hinter mir? Und der Honig fließt und spritzt. Ey, vor allem die, dass die schon zerteilt werden ihr mit ihrem Ektopanzer. Mit dem Ektoskelett. Auf jeden Fall. Ah. Kann ich eigentlich Dauerfeuer machen? Ja, aber ich mache einfach Dauerfeuer. So. Oh. Hä? Oh scheiße, er muss nachladen. Nein! Ach so, okay, er muss also. Oder er muss eine auskühlen, eins von beiden. Irgendwas ist ja immer mit solchen Geschützen. Schießen die hin, das wird ab! Oh! So, oh nein, halt! Halt! Okay, okay. Oh mein Gott. Dabei sind das voll die Kamikaze-Flieger. Wie die Japaner auf Pearl Harbor. Sobald die gestochen haben, sind sie ja tot. Ist das bei Wespen auch so, ja? Weil wenn Bienen stechen, ist ihr Stachel raus und sie sind tot. Wespen können, glaube ich, 2-3 Mal stechen, bevor der richtig draußen ist. Also ich glaube, das ist, kann sein, dass die nur einmal stechen können, kann aber auch sein, dass sie mehrmals stechen können, soweit ich weiß. Oh, wenn er immer mehr! Scheiße! Ich muss nur aufpassen, dass... Oh Gott! Ist da... Oh nein, lad nach! Wir werden überrannt! Rückzug, Sir! Rückzug! Nein, das schaffen wir... Oder ist ein Roter? Oh, gut. Ein Roter, das heißt dann... Der kommt nah ran oder so. Der angriffsbereit. die Statisten fliegen nur im Kreis. Oh, geil. Eine Trottel. Hab ich's geschafft? Und ich. Ah! Nicht schießen! Schnell, Mann! Warte, es kommen noch mehr Wellen von denen. Quickly! Okay. Ah, okay. Oh, der hört seine Kippe wieder. Ach, ne.
heißt. Pat, was heißt ein Wise Guy? Das höre ich so oft, ich verstehe das immer nicht. Wie kann ich das am besten übersetzen? Oh, das ist eine gute Frage. Okay. Nur let's get him! Ey, die haben wir umgebracht! Warum gibt's von denen Doppelgänger? Oh Gott! Wow. So, hier muss ich einfach bloß rennen. Dann treffen die mich nicht. Ey, guck mal, ihr stachelt hier Dani aus dem Arsch. Das sind doch keine Wespen oder was? Ich steche schon mehr als zwei oder drei, weil unsere Theorie ist über den Haufen geworfen. Sir, erinnern Sie mich nächsten Mal daran, Räder an den Panzer zu bauen. Räder wären geil gewesen, wenn wir hier rumgecruist. Ich frage mich, ob du, wenn du das Ding wieder hinstellst, ob du vielleicht da ballern kannst. Oh, oh, oh. Ah, Scheiße. Wow, 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 wow. So, okay. Ich glaube, das haben wir aber schon im Sack, das Geld. Wo soll ich denn hin? Dann habe ich eigentlich alles soweit erstmal erledigt. Ich habe da nichts mehr offen, wo ich weiß, wo ich hingehen könnte. Vielleicht ergibt sich was. Mal gucken. Genau, wir erkunden einfach was. Vielleicht sagt uns ja die dicke Biene noch was. Oh. Eichhörnchen schwänzchen. So. War richtig schön abgetrennt. Und finish. Zack. So, macht sie jetzt wieder so ein... Ja, sie will auch nochmal. Oh, boah. Boah. Warum hat sie so eine Bonus-Applikation? Ja, wieso haben wir das denn? Das ist wahrscheinlich für ihren iPad runtergeladen oder so. Ja, eine App. Oh, das ist herrlich. Boah. Boah, na klar. Und der mit der Kippe kann wieder erstmal abhauen, na klar. Und wird Donald getroffen. Gaff! Es ist ey, voll dumm, dass sie wieder leben. Danke, Mann. Und wieder muss ich dir danken für deinen guten Service, wie er sie freut. Bin Guadalin Ling, wa? Jetzt beschenkt sie uns mit das. Dem hier, oh, voll die... Boah, die viel. Warum hat denn die Biene so viel Geld? Okay, sie ist eine Königin. Die Queen. Sie hat uns ja wörtlich Honig ums Maul geschmiert. So. Ja, was von Dolly. ja, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass mir sowas passiert. Was für ein wundervolles Jahr. Toll. So, okay. Okay, jetzt habe ich... Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh! Das sieht immer aus wie ein Spielfehler. Ich dachte, was denn jetzt? Ich glaube, das ist auch auf einem normalen Ding, ist es auch, glaube ich, nicht so, dass da das Bild quizzelt. So, was soll ich jetzt machen? Vielleicht habe ich jetzt genug Geld fürs Fass. Das kann ich ja nochmal probieren. So. Pat, ey, wie viel haben wir jetzt in dem Spiel schon umgebracht? Oh, in dem Gott. In dem Spiel ist echt alles passiert. Wir haben Leute gekillt. Wir haben sie angepisst. Wir haben Boiler kastriert. Wir haben zum Geschlechtsakt. Das war so edel, ey. Wir hatten mehrere Male fast einen Geschlechtsakt vollzogen. Und dann rollst du mit den Hoden noch da oben, ey. Naja. So, auf zum Fass. So, hier sind wieder. Hier sind so eine. Ja, fleischfressende Würmer. Ja. Klappt das so? Es klappt so, geil. Oh nein, oh Gott! Ah. Arschloch. So, okay. Ja. Wie unfreundlich ist das denn? Keine Ahnung, Regenwürmer halt. So, es sind halt zwei geschlechtliche Wesen, die sind so. War das bei Würmern so? Die vermehren sich, glaube ich, asexuell, ja. Also die Regenwürmer zumindest. Die perversen Säcke. Die treiben es doch wahllos mit jedem. So, okay, Moment. Hier war, glaube ich, noch einer. Nein, asexuell, weil die brauchen, glaube ich, nicht mal einen Partner, oder? Ja, so, haben wir genug Geld für den Typen? Jawohl. Oh, geil, es reicht aus. Nee, ich will nicht fahren. Was will er? Damit hat jemand uns missverstanden. Oh oh. Oh. Hoffentlich machst du die Würmer platt. Oh oh oh. Wow. Oh. Was war das denn? Oh. Jetzt haben wir wieder. Och Mann. That hurts. Okay, ich dachte jetzt irgendwie, der rennt fährt auf einer Leine. Ja. Aber ich muss lenken. Och Mann. Oh Mann. Die fressen uns gar nicht. Die fressen uns die Schokolade aus den Taschen. Ihr Schweine. Ja, aber sonst würden sie sich mal ausspucken. So. Ich werde mal aufrüsten. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Mein Gott, sind wir schnell unterwegs.
Ich habe schon viel, wenn ich das Spiel Blind Let's Played habe. Mann, ey! Kommt denn immer. Habe ich schon viel erfahren über das Spiel von meinen Abonnenten und so. Zum Beispiel, dass das Spiel eigentlich erst ein ultimatives Kinderspiel war. Oh, was? Und dann kam es aber so mies an. Och. Oh Gott. Als es vorgestellt wurde, bei den Entwicklern kam es so mies an. Von wegen, oh ja, Kinderspiele, ey, schon wieder. Gibt's doch schon so oft, Mann. So. Und da haben sie von spontan alles umgekrempelt. Ey, Mann, oh, was? Du bist doch gesprungen. Fies. Und tot. Oder wie Robin sagen würde, boah, Marcel, ey. Ja, Robin gibt aber mir die Schuld. Also, ich habe ja die Vermutung, so, die Entwickler haben das so vorgestellt und dann, das ist scheiße. So, Bing! Und ja, dann haben die halt aus Scheiße Gold gemacht. Oder aus Scheiße ein Spiel. Ja. Warum bin ich denn schon wieder hier? Egal. Ich in dieser Kacke. Pat, welche Stelle war für dich bisher die ekligste? Also, diese Kackebucht war echt eklig. Auf jeden Fall. Und die Geräusche so. Die ganze Zeit beim Laufen und so. Und dann dieser Gelbzahn-Kackehaufen. Oh Mann. Ja, das war echt eklig. Der ohne zu einem Überfluss sinkt. Halt, Moment. Oder so eine Kackebälle rumzurollen war auch nicht sehr angenehm. Ja. Konka muss so übel stinken. Der lustigste Part war auf jeden Fall, wo der Boss so richtig schön die Arschbacken verloren hat. Ich war auch voll mies, ey. In die Eier. Wollte den kleinen Puller denn? Ja, ja, immer ins Gemächt. So was macht man doch nicht. Ja. Ah, Konka ist das scheißegal. Dann wird er noch so eine Frau fremdgehen da. So ein richtig schönes Arschloch, ey. Ja, Konka will ich nicht als Freund haben. Als Kumpel oder so. Voll das Arschloch. Oh. Aber nicht runterschmeißen, nicht runterschmeißen. Oh. So, und er müsste hier noch sein. Die werde ich jetzt alle platt machen, wenn ich hier runterfahre. So, nochmal. Übersprungen. So, wir lenken jetzt. Oh, das ist ja spiegelverkehrt. Du. Oh. Spiegelverkehrt. Gaff. Jawohl. Wow. Gaff. Ich hab aber einen übersehen. Gaff. Naja. Ja, wo jetzt hin? Hä, was zum. Okay. Wow. Oh. Alles klar. So ein Quatsch. Ja, wo ist mein ganzes Geld jetzt hin? Du hast den Selbstmord vom Fass finanziert. Na klar, warten, jetzt ist es Nacht oder wie? Hä? Ja. Oh, es ist Nacht. Na klar, die ganze Zeit machen wir übelst viel Scheiß und jetzt ist gerade mal eine Nacht vergangen. So, jetzt können wir aber anscheinend da rein. Hä? Achso, die Bienenpen. So, ich habe noch mein Leben. Klar, wenn es so offensichtlich dahin. So. Also ich weiß nur noch, da ist ein Armeegebiet. Ja, und am Anfang Geld. Und jetzt da der neue Gang. Sonst ist das Spiel, ich glaube, das Spiel ist bald durch. So. Ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part da rein. Oder, ja, Pat? War aber schön und abwechslungsreich. Auf jeden Fall, wir gehen. Im nächsten Part machen wir da alles. Alles klar, dann bist du noch dabei. Bis zum nächsten Mal.